Hallo. Also, wie man Akkus schnell und einfach vermisst, sprich, ob sie noch gut sind oder nicht und brauchbar sind, das zeigt jetzt dieses Video und was man dazu braucht. Nur am Rande gesagt, wenn ich jetzt mit einem Multimeter einmal gucke, ob die Spannung da ist, ja, sie haben alle ihre Spannung, aber ob sie auch wirklich brauchbar sind. Da zeige ich euch jetzt im Video, was ich mir da gebaut habe und womit ich das schnell und einfach beurteilen kann. Viel Spaß beim Video. Dritter Versuch mit dem Video. Ich möchte das nicht so lang machen. Ich hoffe, es wird nicht so lang. Bitte. Bitte verzeiht mir, wenn es zu lang wird. Bitte guckt es euch den Ganzen an. Also, Akkus. Habe ich ja schon mal gezeigt. Ich sammle mir Akkus. Die sind jetzt leider nicht mehr ganz frisch aus dem Ladegerät. Aber ich sehe den Akkus nicht an, sind sie gut oder nicht. Nun könnte ich das so machen, wie ich das mit der einen Methode gemacht habe, in dem einen Video. Einfach warten, bis die Batterie leer ist. In dem Sinne mit einem definierten Strom entladen und gucken, ob sie das schaffen oder nicht. Das dauert unter Umständen einige Stunden. Zum Beispiel bei den großen hier. Der soll 4000 mAh haben. Wenn ich den mit einer Stunde, mit 1 Ampere belaste, dauert das um die 4 Stunden, bis der leer ist, wenn der gut ist. Und ich kann ja auch mit einem Multimeter in dem Sinne die Spannung messen. Wenn ich jetzt hier die Spannung, ja, jetzt zeigt er minus an. 1,3 Volt und der hier 1,3 Volt. Der hier 1,44 Volt. Der hier 1,4 Volt. Habe ich hier noch so eine Phone-Akkus, habe ich auch gerade erst letztens geholt. 1,3 Volt und so weiter und so weiter. Ich weiß schon, dass davon einige Akkus nicht in Ordnung sind. Das kann ich so aber nicht sehen. Achso, das brauchen wir ja gleich nochmal. Nun könnte ich mir einen Widerstand nehmen. In dem Fall ist das hier ein, hoffe ich, er fokussiert. Die Kamera macht das nämlich sonst nicht immer. 1 Ohm, 1%. So. Da sollten jetzt theoretisch so ein Ampere fließen. Wenn ich die jetzt hier anschließe, nehme ich nochmal den Phone-Akku. Jetzt messen wir nochmal die Spannung. Sind wir bei 1,35 Volt. So, mit 1 Ampere sollte die Spannung so, ja, auf 1,1 Volt gehen. Also die haben, glaube ich, 700 mAh. 800 mAh, also etwa 1,2 Volt oder was nachher sein. Geht auf 0,7 runter. Also bringt es der Akku schon mal nicht. Der ist schon mal defekt. Nun weiß ich aber nicht, wie defekt der ist. Und der Elektronik hat das gut erklärt. Ich blende euch mal einen Ausschnitt aus seinem Video ein. Okay, also in der Leitaufspannung sind sie ungefähr gleich, aber trotzdem kann man da eigentlich nur wenig Strom rausziehen aus manchen. Und deswegen schauen wir uns das mal an, womit das denn zusammenhängt. So, in den Akku kann man sich als Reinschaltung von einer idealen Spannungsquelle und einem internen Widerstand vorstellen. Und je höher der Strom ist, desto mehr Spannung fällt an diesem Innenwiderstand ab. Das heißt, die Klemmenspannung wird dann um die Spannung, die an diesem Widerstand abfällt, reduziert. Und wenn der Strom kleiner ist, kann es durchaus sein, dass dieser Spannungsabfall an diesem Widerstand so klein ist, dass man eben diese volle Akkukapazität noch entnehmen kann. Bei einem großen Strom fällt diese Spannung aber ab. Und dann schaltet das Gerät frühzeitig ab, weil es braucht ja eine bestimmte Spannung. Und die wird ja dann durch diesen Verlust, durch den internen Widerstand reduziert und damit schaltet das Gerät eben früher ab. Natürlich ist das kein Widerstand als Bauteil, der in dem Akku drin ist. So ein Akku ist ja aus zwei Arten von Folien zusammengewickelt und dazwischen ist ein Elektrolyt und der hat auch einen Widerstand. Und das ist bei jedem Akku so. Das heißt, egal ob das ein Lithium-Akku, ein Nickel-Cadmium- oder ein Nickel-Metall-Hydrid oder egal was das für eine Art von Akku ist, jeder Akku hat einen Innenwiderstand. Und ein guter Akku zeichnet sich dadurch aus, dass dieser Innenwiderstand und damit der Spannungsverlust an den Klemmen möglichst klein ist.
So, nun hat er uns das ja erklärt, da sind, ist ein Widerstand drinne. Ja, kein echter Widerstand in dem Sinne, das ist mit Chemie bla bla, hat er ja erklärt. Ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf. Und nun könnte ich mir jetzt für jeden Akku den Innenwiderstand ausmessen. Dazu müsste ich die Leerlaufspannung messen, dann den Strom, der fließt, und die Differenzspannung von Leerlaufspannung und und der Spannung und der Last. Wie viel Spannung dann noch ist. Da hat man ja hier gesehen, 1,3 Volt auf 0,7, das sind fast 0,7 Volt weniger. Nun hat der Elektronik ein Gerät gebaut und das habe ich nachgebaut. Aber nicht exakt genau so, sondern ja, im Grunde eigentlich doch schon exakt so, wie es ist, aber nur ein paar andere Teile genommen. Und zwar sieht das so aus. Hat auch die vier Leitungen, Batterieanschluss, ein LCD drauf. Und die Software, die da drauf läuft, beruht zu einem ganz kleinen Teil auf die von Elektronik. Ich habe aber die Programmierung in dem Sinne selbst gemacht mit der Arduino IDE. Dazu brauchte ich Hilfe und es gibt hier noch eine Sache, die das Teil nicht kann, was aber Elektronik-Teil kann. Und zwar die Batteriespannung, wenn am Eingang, also die Versorgungsbatterie, also die Versorgungsspannung messen und anzeigen. Das kann das Ding teilweise nicht. Ich kann es nochmal anschließen. Mal macht es und mal macht es nicht. E-Meter 11 Volt. So. 11 Volt kommt daher, weil ich den Eingang so umrechne mit 11,15 Volt. Dann kommt das nämlich hin, dass die Batteriespannung genau angezeigt wird, wenn es tut. Tut er nicht. Aber er misst die Batteriespannung während des Tests und wenn die unterschritten wird, in dem Fall auf 6,5 Volt oder 6,6 Volt sogar, wenn die unter 6,6 Volt, dann zeigt das Ding Batterie leer an und macht auch keine weitere Messung mehr. Da kann ich machen, was ich will. Es steht Batterie leer und fertig. So, dann hat er sich da andere Messspitzen gebaut. Ich habe einen 3D-Drucker und habe mir da selber was gebaut und das sieht erstmal so aus. Das sind so, ja, das sind in dem Sinne erstmal nur ein Nagel und noch ein Nagel. Das sind zwei Nägel. Normalerweise müsste ich vier Nägel nehmen. Also zwei hier, zwei da. Da ich das aber nicht gefedert hinbekomme, habe ich erstmal nur auf einen Nagel gesetzt. Dann habe ich noch kein Gehäuse dafür. Das hat auch einen Grund, weil ich habe kein Filament mehr. Und die Kontakte, die ich hier gerne nehmen würde, die gibt es zu kaufen. Das sind ein bisschen spezieller. Das sind gefederte Kontakte für so. Ja, Testapparat oder sowas, wo man dann auf Lötpunkte kontaktieren kann und das Ding testen kann. Die kenne ich von damals aus, von der einen Arbeit, die ich hatte. Die sind eigentlich sehr gut, die sind auch wirklich sehr gut geeignet dafür. Und ich habe das alles in der Amazon-Wunschliste verlinkt. So wie, also Filament, die Spitzen. Ich möchte auch gerne hier einen Lithium-Akku betreiben dran, also hier einen Lithium-Akku. Und da sind dann auch verlinkt eine kleine Ladeschaltung mit USB-Anschluss und ein Boost-Konverter, der die 3,7 Volt auf 5 Volt macht, bis der Akku dann auf 2,5 Volt ist und dann abgeschalten wird. In dem Sinne, so wie bei dem Tester hier. Den Komponententester, der hat auch einen USB-Anschluss, einen kleinen Lithium-Akku drin, normalerweise gehört ein anderer rein, aber ich habe den reingemacht. Der schaltet auch ab 2,5 Volt aus und geht dann, sagt dann Batterie leer und so weiter, das ist Schutzschaltung halt und überlädt auch nicht, es lädt bis 4,2 Volt. Ist alles in der Dings verlinkt. Ich würde es mir ja alles selber kaufen, am besten schon heute bestellen. Wo ich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video mache. Kann ich aber leider nicht. Mir ist was dazwischen gekommen. Tja. Wenn ihr mich unterstützen wollt und dieses Projekt ein bisschen unterstützen wollt, dass ich dann hier andere Kontakte habe und jetzt Lithium-Akku mit Gehäuse und so weiter,
Wie gesagt, in der Amazon-Wunschliste ist eigentlich alles drin, was ich dafür brauche. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich damit gerne unterstützen, wenn ihr mir das dann kauft. Ist aber kein Muss. Ist nur freiwilliger Basis. So. Also, das Gerät habe ich dann nachgebaut. Den Schaltplan blende ich euch mal hier ein. Das ist meiner. Da steht auch Originalquelle YouTube Elektronik. Das habe ich jetzt gemacht, damit ihr auch wisst, wo der herkommt. Das Original. Er ist jetzt von mir ein bisschen angepasst auf meine Schaltung, die mein Gerät hat. Und zwar erstmal das Display. Das ist ein anderes, als er benutzt hat. Und ein paar andere Widerstände. Ich habe hier 4K7. Er hat da 5K6 bei sich, glaube ich. Ich habe aber keine anderen gehabt. Und der R1 hier unten mit 260 Milliohm ist bei ihm, glaube ich, 270 Milliohm. Der 75 Ohm Widerstand bei mir ist bei ihm 220. Der 620 Ohm, der R3 bei mir ist bei ihm auch ein anderer. Und der Transistor bei ihm ist auch ein anderer. Ich habe ein paar andere Teile benutzt, was ich hier gerade hatte. So, der Kondensator hier ist ein Elektrolytkondensator C1. Da habe ich ein Tantal-Elko genommen. Da komme ich nachher gleich drauf zu sprechen. So wäre jetzt mein Schaltplan, den habe ich für mich erstellt, damit ich auch weiß, was habe ich hier zusammengebaut, weil in 2, 3 Jahren weiß ich nicht mehr, was habe ich denn jetzt hier eigentlich zusammengebaut, wie ist denn der Schaltplan. Und auch wie ich das angeschlossen habe. Ich werde das so original, wie es jetzt hier ist, auch unter dem Video verlinken, die Arduino IDE-Datei, die .ino für die Arduino IDE, dass ihr das selber programmieren könnt. Gibt es aber eine kleine Besonderheit, komme ich noch auf drauf zu sprechen. Das Original seht ihr bei Elektronik. Da seht ihr auch das Originalprogramm. Das ist in Bascom geschrieben für einen anderen Controller. Ich habe hier einen Controller 328p. Normalerweise sollte das da 168p sein. Aber das IC ist mir ja nicht kaputt gegangen. Es ist gesperrt. Es wird nicht mehr erkannt. Es kann nicht programmiert werden. Es kann nicht ausgelesen werden. Nichts. Da gibt es aber noch ein. Eine Möglichkeit, die nennt sich High Voltage Programmierung. Könnt ihr gerne mal googeln. Ich erkläre es jetzt nicht großartig. So, das wäre das mit dem Schaltplan. Dann, ja, der Vorteil davon ist, wie gesagt, Akkus haben ein oder Batterien oder Netzteile oder was auch immer. Alles, was Spannung abgibt, hat einen Innenwiderstand und der sollte so gering wie möglich sein. Ich habe jetzt hier leider keinen Lithium-Akku, um das auch noch zu zeigen. Mein Tester kann jetzt bis 4,8 Volt messen. Zwischen 1 und 4,8 Volt oder so in dem Dreh. Es ist auch so eingestellt, dass es genau 1 Ampere braucht, um den Strom oder den Innenwiderstand auszurechnen. Darunter ist für mich eigentlich jeder Akku nicht mehr wirklich nutzbar, nur noch für ja, Kleinstverbraucher, sagen wir es mal so. Aber das sehe ich dann hier auf dem Display. Ich gehe mal ein bisschen dichter. Ja. Und mache schon mal die Spannungsversorgung an. Zeigt immer noch 11 Volt an, obwohl die Batterie jetzt eine 8, und haben müsste. Und jetzt seht ihr schon kein Strom. Es fließt jetzt auch kein Strom, es liegt ja auch keine Spannung an. Hier vorne ist die Leerlaufspannung. Hier ist die Klemmspannung oder die Spannung vom Akku, wenn er mit 1 Ampere, in dem Falle mit 1,07 Ampere belastet wird. Das ist so bei mir eingestellt, anders kriege ich es nicht hin. Wenn ich jetzt den Akku messe, der hat so 17, 18 Milliohm, passt, die Spannung fällt nur minimal ab. Akku ist gut, kann ich für mich benutzen. Ich habe hier noch einen zweiten größeren. Kann ich gucken, Spannung fällt ja auch nicht weit ab. 30 Milliohm, Innenwiderstand ist okay. Bei dem Akku weiß ich gar nicht, was es für einer ist, ob Nickel-Cadmium oder Nickel-Metallhydrid. Ich weiß nur, dass er 1,5 Ampere Stunden hat oder 1,5 Ampere, ja, Milliamp oder 1500 Milliampere Stunden.
14 Milliohm. Die Spannung bricht auch nicht wirklich runter. Ist auch gut brauchbar. Dann habe ich den hier, den AA-Akku. Ich glaube, der war. Ja, der bricht total runter. Kein Strom. Der ist schon nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht noch für eine Uhr. Aber eigentlich kann er entsorgt werden. Dann habe ich hier noch einen anderen AA-Akku. Der hat so 50 Milliohm. Ist so im mittleren Segment. Ist okay. Kann ich noch benutzen für einige Sachen. Dann habe ich hier die Phone-Akkus. Die waren ja auch nicht mehr so. Oder der eine zumindest. Kein Strom. Der geht auf 0,9 runter. Ist auch nur noch für Kleinstverbraucher wie Fernbedienung vielleicht nutzbar oder wenn jetzt mir das Risiko zu groß ist, auch entsorgen. Punkt um. Das sind hier alles Akkus aus der Sammelkiste, die ich rausgeholt habe. Der ist auch schon, ja, bricht auch ziemlich weit ein. Der ist auch nicht mehr wirklich benutzbar. Dann habe ich ja hier die Enerloop-Akkus. Halt andersrum. Wo ich ja schon gesagt habe, die sind gut und die sind auch gut. 18 Milliohm, 17 Milliohm, die bricht kaum zusammen. Die sind auch gut. Die Amazon Basics hier, genau das gleiche. Die sind noch wirklich völlig in Ordnung und kann die noch gut benutzen. Und dafür braucht man halt eben so ein Gerät. Schnell einfach sehen, ja, passt, passt nicht. Akku ist gut oder Akku ist schlecht oder noch gut brauchbar für einige Sachen. Dann kann man sich das ein bisschen sortieren. Ansonsten müsste ich das mit einem Multimeter machen, gucken, was für ein Strom fließt, wie viel ist die Spannung und alles ausrechnen für jeden Akku einzeln. Das ist ein bisschen blöd. So, wie gesagt, ich habe es nicht hinbekommen, dass er die Batterieeingangsspannung misst. Habe ich mich mit abgefunden, mal geht's nicht. Ich habe es ja auf dem Breadboard oder Steckbrett mal aufgebaut gehabt mit dem hier, dem 168p und dem großen Display. Da hat es hingehauen mit dem Programm von Elektronik. Warum ich das bei Arduino nicht hinkriege, ich weiß es nicht, warum er das nicht misst. Er macht eigentlich im Setup initialisiert er die Pins. Also da wäre das Setup und die Loop. Und über dem Setup macht er erstmal die ganzen Befehle initialisieren, ganzen Variablen und so weiter, was alles dafür nötig ist. Dann kommt das Setup. Da initialisiert er das Display, zeigt die RI-Meter-Geschichte an. Und da sollte er eigentlich auch schon den analogen Eingang, der das misst, ausmessen, umrechnen, anzeigen. Tut er nicht. Macht er nicht. Er macht es nur im Loop. Warum er es nur im Loop macht, weiß ich nicht. Ich habe ein Teilprogramm, wo ich das auch im Loop so machen kann, dass er das auch nur einmal anzeigt, aber dann macht er den Rest leider nicht mehr. Oder nicht mehr im Ganzen. Zum Beispiel das mit kein Strom anzeigen und Batterie überwachen und so weiter. Ich habe es nicht hingekriegt. Ab und zu geht es, aber nicht immer. Gut, aber das ist die Platine, die habe ich auf Lochraster aufgelötet. Wenn sie fokussieren tun würde. Hier ist der BD243C oder was das war. Der Widerstand, der ist von einem Mainboard. Der 70 Ohm Widerstand, das Display, der 5 Volt Regler, der ja nachher für Lithium-Akku nachher alles machen soll. Dann jetzt der 328P-Mikrocontroller von Atmel. Und soweit ich jetzt weiß, wurde Atmel von Microchip aufgekauft, aber die nennen sich trotzdem Atmel. Hier ist der LM358. Der ist jetzt noch in SMD. Den werde ich mir nochmal irgendwann, wenn es passt beim Bestellen, nochmal ein THT besorgen. Die drei Klemmen hier an der Seite braucht ihr nicht großartig beachten. Diese waren nur für mich. Und nagelt mich jetzt nicht fest. Manche wissen das vielleicht, aber hier liegen auf diesen drei Misumosi SCK. Und der Reset ist hier oben. Und dann ist nochmal für die serielle Verbindung RXTX drauf. Und dann nochmal zu dem Elgo. Ich habe jetzt hier ein SMD ein Tantal-Elgo benutzt.
Und beim Tantal-Elgo ist die Besonderheit, der Strich zeigt nicht den Minuspol an, wie bei den anderen Elgos, sondern das ist der Pluspol. Das ist die Besonderheit bei Tantal-Elgos. Die zeigen mit einem Strich den Plus an. So, man sieht schon, normaler Draht, da sind SMD-Widerstände 2x 100 Ohm. Für die Hintergrundbeleuchtung des Displays, es hätten auch einmal 100 Ohm gereicht, aber ich wollte den Strom so niedrig wie möglich halten. Er nimmt jetzt, und die ganze Platine nimmt so circa 40 Milliampere. Dann ist hier noch die Spannungsüberwachung für den Akku halt mit 1K, 10K über den analogen Eingang, wo er das ja nicht macht, aber im weiteren Verlauf trotzdem überwacht. Und unterm Display, ich hoffe, das Video wird nicht zu lang für euch. Ja, ich habe das Video auf Steckbahn gemacht, das Display. Da sind dann die Lötpunkte, die Verbindung, und da sitzen dann der Rest an den Widerständen. Die 4700 Ohm, die 1K, die 470 Ohm und der 1000 oder der 150 Ohm dazu und der 10K und so weiter. Deswegen habe ich das bisschen anders gemacht. Ich hatte die Werte weder in THT noch in SMD wirklich da, die Elektronik benutzt hat. Deswegen habe ich das so gemacht. Ich werde auch noch mal bei Amazon verlinken, Platin-Ads-Geschichte mit fotosensitiver Beschichtung, die Platinen. Ich habe zwar Platinmaterial hier beidseitig beschichtet, aber kann ich nicht ätzen, weil ich das Layout nicht drauf kriege. Ich könnte die Toner-Transfer-Methode machen, Toner-Direkt-Transfer oder wie das da heißt. Ich habe bloß keinen Lederdrucker, um das zu machen. Und für die Fotogeschichte habe ich kein Platinmaterial, die mit UV-Licht dann belichtet werden, wie ein Foto halt, aber nur mit UV-Licht und dann geätzt werden. Da habe ich gar nichts da, sonst hätte ich mir das geätzt, das wäre einfacher. Hier habe ich jetzt normales Klebeband zwischen, weil darunter ist noch eine Leitung, und nur um sicher zu gehen, dass da nicht noch Spannung irgendwo hingeht, wo es nicht hin soll, habe ich dann erstmal normales Klebeband drunter gemacht. Kapton-Tape wäre besser, habe ich aber selbst auch noch nicht. Also die zwei Pins hier, das ist nur eine Spannungsversorgung plus Volt und Ground. 5 Volt und Ground, nicht plus Volt, ja. 5 Volt und Ground. Ja, und die Kabel so. Und das soll noch in ein Gehäuse, dass das ein bisschen besser ist, ein bisschen geschützter. Und dann gleich mit Lithium-Akku, mit Ladeüberwachung, also Lade-Entladeüberwachung mit USB-Anschluss und einen kleinen Boost-Konverter dazu, dass der immer 5 Volt hat. Das wollte ich machen, und da könnt ihr mich dann unterstützen bei. Ich hätte es gerne diesen Monat gekauft, es ging halt nicht. Ist was dazwischen gekommen. Ungeplant, ist blöd. Ja, so, das wäre das. Das habe ich nachgebaut. Die kompletten Infos darüber, wie das alles hin und hinhaut und funktioniert und so weiter, könnt ihr bei Elektronik sehen. Das verlinke ich unten im Video. Ich habe nur den einen kleinen Ausschnitt gezeigt, wie er uns erzählt hat wegen Akku, bla bla. Und den Originalschaltplan dazu findet ihr auch bei Elektronik. Gut, dann hoffe ich, ich habe nichts weiter vergessen. Nur eben noch eine kleine Anmerkung: Dieses Projekt hier ist nichts für absolute Anfänger. Es ist wirklich für Leute, die ein bisschen fortgeschrittener sind, die löten können, die auch wissen, was sie tun. Auch beim Programmieren, weil hier ist kein Quarz, nichts drauf. Man muss den Chip jetzt so programmieren und die Fuses so setzen, dass er mit dem internen Takt arbeitet. Es gibt noch eine Möglichkeit, weil ich das mit Arduino gemacht habe, mit der Arduino IDE. Ihr könnt, das ist jetzt nur beispielsweise, hier fehlt jetzt der Mikrocontroller drauf, auch ein Mini Nano, was auch immer benutzen, wie auch immer, und das damit aufbauen, hätte ich hier auch adaptieren können. Hier ist alles drauf, um das direkt mit der IDE zu programmieren. USB-Verbindung rein, programmieren, fertig, funktioniert dann. Nur eben das Drumherum müsst ihr dann noch drauf bauen.
Das wäre eine Möglichkeit. Oder wer das mit der Arduino IDE programmieren will. Die Chips laufen bei der Arduino IDE mit Bootloader mit einem externen Takt von 16 MHz. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das umstellt, dass er auf einen internen Takt geht, dann müsst ihr noch mal bei Arduino.de oder wo auch immer mal mit Google suchen, wie man, also wenn ihr jetzt den Chip benutzen wollt mit der Arduino IDE, müsst ihr googeln, wie ihr den Chip auf dem Breadboard als Arduino benutzen könnt. Da gibt es eine kleine Anleitung, wo der Quarz hinkommt mit 16 MHz und ich glaube noch zwei Kondensatoren. Die müsst ihr dann mit auf dieses Board löten. Wenn ihr da nicht wisst, wie das funktioniert, wie ihr den so umprogrammiert, dass er ohne Quarz läuft. Also die Arduino IDE macht es nicht. Da braucht ihr ein ISP-Programmer für und ein Programm, was auch diffuses setzen kann und mit dem Programmer arbeiten kann. Dann könnt ihr das so umprogrammieren. Das würde gehen. Also wie gesagt, das ist was für Fortgeschrittene. Wer das mit so einem Arduino Uno, Nano, Mini, was auch immer nachbauen möchte, braucht bloß mein Programm nehmen und drauf programmieren oder beziehungsweise mit dem Display anpassen oder wie auch immer. Also ich denke mal, dann werdet ihr auch wissen, wie ihr D1, D2, D3 und so weiter umprogrammiert. Denke ich mal. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich habe es gebaut. Das ist nur nochmal eine Info am Rande. Und nein, keine Anfragen, ich baue euch sowas auf. Ich baue euch sowas nicht auf. Wenn ich sowas für euch bauen sollte, dann wird das nicht günstig. Also rein materialtechnisch gesehen liegen wir so bei um die 30 Euro. Rein materialtechnisch. Da ist dann noch nicht die Lötarbeit bei. Platinmäßig würde ich dann natürlich auf eine geätzte setzen. Das würde nochmal ein bisschen was extra kosten und die Arbeitszeit dazu natürlich. Also könnt ihr mitrechnen, wenn ich euch sowas bauen sollte, dann müsstet ihr mit um die 50, 60 Euro rechnen. Theoretisch. Darum, ich baue euch sowas nicht. Schon gar nicht für ein, ja, für einen Fünfer oder einen Zehner auf, das mache ich nicht. Mich hat das Ding hier viel, viel Zeit in Anspruch genommen. Erstmal das Löten und die Fehlersuche. Ich hatte hier eine Verbindung, die war falsch. Da habe ich die Fehlersuche, die war ziemlich lang. Das weitere war dann auch das Programm schreiben. Das war auch nicht gerade so einfach. Hat mich viel Zeit gekostet. Ich brauchte dabei noch ein bisschen Hilfe vom Arduino Forum, dem Deutschen. Ja, nur das dazu. Displaymäßig, wie gesagt, das hier. Das Display kriegt ihr nicht mehr so einfach. Ich habe es für einen knappen Euro bekommen. Das gibt es aber da nicht mehr. Ich kann es euch auch nicht verlinken. Nicht bei Amazon und nix. Müsst ihr selber gucken. Es gibt es noch bei Reichelt. Für einen Zehner. Ansonsten bei Digikey, Mauser, wie auch immer, so den Elektronikanbietern. So zwischen 15, 20 Euro. Es gibt es nicht in China, nicht bei Ali, nicht bei Banggood, nicht bei YouTube, sondern bei eBay. Habe ich es nicht weiter mehr gefunden. Es ist nur bei Reichelt für einen Zehner. Ich weiß nicht, wie viel sie da noch auf Lager haben. Ich glaube, das wird gar nicht mehr produziert. Ich weiß nicht warum. Oder weil es eben zu teuer ist oder so speziell. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich verlinke euch das nicht. Ich kann es euch nicht verlinken. Geht nicht. Ne, falls da wieder was kommt. Und alles andere, alle weiteren technischen Informationen und so weiter findet ihr bei Elektronik. Wie gesagt, ich habe es nur nachgebaut. Das Programm dazu habe ich in Großteil selber geschrieben. Es ist nur ein ganz kleiner Teil von Elektronik bei. Aber damit kann ich solche Akkus schnell, einfach vermessen und gucken, es passt. Na gut, danke fürs Zugucken und ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Auf Wiedersehen. Tschüssi.